Hallo liebe Zuschauer bei Klosett TV. Heute haben wir hier mal einen Besuch von etwas weiter weg mal wieder, nämlich aus Thüringen, aus Bürgel. Bürgel ist in der Nähe von Jena, für die Sie es wissen wollen. Bürgel kennen wahrscheinlich so viele Leute. Kurz vor Sachsen, aber es ist eine Töpferstadt. Kurz vor Sachsen. Wo die schönen Frauen wachsen, habe ich mal gehört. Ja. Wir hatten Sachsen gearbeitet, haben wir es immer gesagt. Halt nur kurz vor Sachsen, bei uns wachsen sie noch nicht. Ich kann rübergehen und welche pflücken. Naja, egal. Bist heute hier. Eigentlich, weil du heute auch Konzert hast, ne? Dann verbinden wir das irgendwie miteinander. Und wir reden nachher noch ein bisschen. Was spielst du denn uns? Ich spiele das allererste Lied, was ich jemals geschrieben habe. Und das heißt Halt dich fit mit Suizid. So ein etwas garstiges Lied. Manch einer kann es vielleicht als Gebrauchsanweisung verstehen. Ist vielleicht nicht so ernst gemeint. Okay, wunderbar. Dann hoffen wir, dass sich zu viele Zuschauer abspringen in den nächsten Wochen, weil sie sich den Strick genommen haben. Und dann lass die spielen, ich komme dann wieder. Alles klar. Es ist Montag, du willst sterben, deine Seele nur noch Scherben und der Chef kommt dir noch dumm. Ey, Alter, bring dich um, ein Testament brauchst du nicht machen, der Notar wird dir nur lachen. Tritt ruhig ab, dann bist du weg, in der letzten Haufen Dreck. Tritt ruhig ab, dann bist du weg, in der letzten Haufen Dreck. Ey, komm mit, ein kleiner Schritt und halt dich fit mit Suizid. Bunte Pillen mal probieren, vielleicht auch strangulieren. Träum was Feines nackt im Schnee. Spring einfach in den See mit nem Stein am großen Zeh. Tut nur halb so weh. Brauchst nix wissen, brauchst nix checken, nur ein bisschen cool verrecken. Deine Zukunft liegt im Sand, nimm die Knarre in die Hand. Tja, bis jetzt war alles scheiße und danach wird's auch nicht besser. Gibt's nur eine Medizin, Flasche, Fussel und ein Messer. Gibt's nur eine Medizin, Flasche, Fussel und ein Messer. Ey, komm mit, ein kleiner Schritt und halt dich fit mit Suizid. Bunte Pillen mal probieren, vielleicht auch strangulieren. Träum was Feines nackt im Schnee. Spring einfach in den See mit nem Stein am großen Zeh. Tut nur halb so weh. Keine Verwandtschaft zu beerben, nur da lässt sich's leichter sterben. Mutti hat doch noch dein Bild, siehst du alles halb so wild. Und für den lieben guten Vater, es ist sowieso Theater. Lass das viel zu reich im Holz, deine Chance mach ihn stolz. Ey, komm mit, ein kleiner Schritt, und halt dich fit mit Suizid. Bunte Pillen mal probieren, vielleicht auch strangulieren. Träum was Feines nackt im Schnee. Spring einfach in den See mit nem Stein am großen Zeh. Tut nur halb so weh. Halt dich fit, halt dich fit mit Suizid. Spring besoffen vor den Zug, hui, das gibt ne Menge Blut. Halt dich fit, halt dich fit, halt dich fit mit Suizid. Häng dich auf im Abendrot, auch ein schöner Tod. Liebe Kinder, nicht nachmachen. Sehr schön. Dankeschön. Was, wenn man das sagen kann zu diesem Lied, dass es sehr schön ist, aber doch, das gefällt mir gut. Und wie bist du darauf gekommen? Hat eigentlich einen ganz ernsten Hintergrund. Ich war früher in einer Punkband namens Sacksuppe und der Bassist hat sich im Jahre 2000 vom Proberaum zu Neujahrsmorgen aufgehangen. Und da hat er uns eigentlich so wehgetan damit und dachte ich, da hat er kein trauriges Lied verdient, sondern so ein richtig garstiges. Schön zynisch. Und schon relativ zynisch, muss ich sagen. Ja. Ja. Okay, und da habt ihr da gefunden oder wie dann? Wir haben dann früh gefunden. Ja, Wahnsinn. Was, der Bassist war das? Der Bassist. Noch Bassist in der Band. Geschichten des Lebens schreibt. Ja. Genau. Erzähl mal noch was, kommst du irgendwie rum in dieser Zeit? Noch Konzerte, über das man irgendwo sehen kann? Oder? Ja, das nächste Konzert ist in einer Woche. Das ist in Berger, das ist ein besetztes Haus bei Gera. Und okay. Das ist das erste Mal seit 10 Jahren, dass ich mit meiner ehemaligen Band wieder zusammenspiele, mit dem berühmt-berüchtigten Sachsen. Ach, die gibt's noch. Wahrscheinlich werden wir es nicht schaffen, das vorher auszustrahlen. Das wird knapp, weil nächste Woche kann es ja eigentlich erst kommen. Ja, das wäre mir nicht ganz sicher. Also, man spielt am Samstag oder am Freitag? Samstag. Ja, dann. Ich hasse es eigentlich, mal am Freitag zu spielen. Jetzt überlegt die Silvia auch gerade, ist ja nachdenklich hinter der Kamera. Ich
bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich überlege, haben wir gerade letztes Pulver verschossen? Weiß ich nicht genau. Vielleicht kommt es dann am Tag. Das ist der wievielte? Das müsste, wenn heute, das ist der 29. ungefähr. Heute ist der 21. Ja, das könnten wir schon 29. machen. Eigentlich, oder? Das könnten wir schon machen vorher. Das könnten wir machen. Da würde ich mich freuen. Ja, dann tun wir zumindest einen Tag vorher, ganz knapp. Dann können wir noch ein bisschen Werbung machen. Also dann sage ich jetzt mal, weil die Show kommt dann morgen in Palü in Berga bei Gera. Besetztes Haus, grünes besetztes. Und das war eine Homepage, oder? Ich habe eine MySpace-Seite. MySpace.com/punkbar oder so. Ja, wir schreiben es drunter. Schreibt es einfach drunter. Drunter steht es. Und willst du noch was loswerden? Hast du irgendwie. Ach, ich würde meine Frau ganz gerne grüßen, von welcher Ende Juli ein Kind von mir erwartet. Oh, okay. Den Schreier jetzt möchte ich auf alle Fälle grüßen, die Unkrautliedermacher. Ach, der Schreier war ja auch schon hier. Der Schreier ist auch hier. Genau. Begnadeter Musiker. Ja, das keine Frage. Wunderbar. Alles klar. Genau. Ja, schön. Dann würde ich sagen, haben wir uns gefreut, dass du da warst. Ich freue mich auf den Abend heute. Ja, ein schönes Konzert. Viel Erfolg. Na? Ich wünsche mir auch viel Erfolg. Und dann macht es gut. Hat.